Hallo, es ist Philipp Haas von InvestorSearch TV. In diesem Video möchte ich euch 5 Aktien, die ich in den Wikifolios für den Dezember 2023 und darüber hinaus gekauft habe und hier natürlich in diesem Video eine kurze Begründung geben und auch ein Renditepotenzial nach dem fairen KGV zusammen mit dem organischen Wachstum und auch dem Kehrwert der Gewinnrendite. Also gibt es die 3 Faktoren, wo die Gewinnrendite herkommt. Ist aber natürlich ganz wichtig, alles keine Empfehlung oder Anlageberatung. Kann alles komplett falsch sein. Ist einfach wie ich investiere und versuche halt Firmen zu finden mit möglichst gutem Renditepotenzial. Ich bin natürlich indirekt über die Wikifolios in diesen Aktien investiert und daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Die erste Aktie wäre ein alter Bekannter, HelloFresh. Das ist Anfang des Jahres schon mal ein ganz guter Trade gelungen, relativ unten eingesammelt, dann mit einem guten Gewinn verkauft, jetzt wieder eingestiegen, nachdem man den Ausblick für 2023 runternehmen musste. Ja, die Frage, ist das jetzt ein einmaliges Ereignis? Sie sagen ja. Wenn es keine Auswirkungen auf 2024 hat oder nur minimal, dann erscheint die Aktie für die 2024er Gewinnschätzung sehr, sehr günstig. Deswegen hier auch eine hohe erwartbare Rendite, Renditepotenzial von fast 40%. Da wirklich für so einen führenden Kochbox-Versender. Sie haben es wirklich als eine der wenigen deutschen Firmen mal geschafft, einen amerikanischen Wettbewerber auszustechen. Dazu noch das Ready-to-Eat-Segment. Erscheint das nicht so teuer, wenn sie diese Zahlen liefern können. Das heißt, die große Frage, wenn, ne, wenn wir eine riesen Rezession sehen, wird es da vielleicht ein bisschen schwieriger. Trotzdem, wenn es eine US-Firma wäre, wäre es, glaube ich, auch mehr wert als 2,5 Milliarden. Da hilft ihnen aktuell das deutsche Börsenlisting nicht. Deswegen wurde diese Aktie aufgenommen. Vom Chart hat sich noch nicht stabilisiert. Ja, das komplette Tief erwischt man nicht, aber einfach eine erste Fundamentalposition. Ein Sektor, den sie auch in diesem Jahr richtig erwischt hat, sind die erneuerbaren Energien. Einerseits wegen den gestiegenen Zinsen, ne, weil anders als die Politik es sagt, Sonne und Wind, die schicken zwar nicht direkt eine Rechnung, ja, aber die Solar- und Windkraftanlagen, die müssen irgendwie finanziert werden. Und das ist vor allem auch durch Fremdkapital und das ist teurer geworden. Deswegen wird der Strom aus erneuerbaren Energien indirekt teurer. Dazu gibt es natürlich auch eine gewisse Überkapazitäten, vielleicht kurzfristig in China. Langfristig ist aber ein strukturelles Wachstumsthema. Und wenn wir eine Zinswende haben, sollten sie davon auch profitieren. Denn vor allem, wenn jetzt noch mehr Speichertechnologie kommen, wird grüner Strom halt auch immer günstiger und wettbewerbsfähiger. Aber wir brauchen halt die Grundlastfähigkeit. Deswegen wäre es einfach auch sehr sinnvoll, wenn wir in Deutschland die Atomkraftwerke angelassen hätten, solange uns auch noch der Russe den Gashahn zudrehen kann. Aktien auf die Finanzzahlen gibt es auch ein neues Video. Auch nicht teuer, wobei der Gewinn halt im nächsten Jahr wahrscheinlich schrumpfen ist. Trotzdem eine 19er, glaube ich, kann man hier schon zahlen. Und da gäbe es dann hier eine erwartbare Rendite von 25%, wenn sie diese Zahlen schaffen. Seht, es ging mal hoch und runter, immer sehr, sehr stark. Jetzt sind wir eher so am unteren Ende vom Aufwärtstrendkanal und ist auch ein schönes Thema. Die letzten Zahlen waren eigentlich wirklich gut, während SolarEdge und Enphase wirklich geschwächelt haben. Vielleicht ist das auch mal eine Trendwende, dass wieder die normalen Wechselrichter bei Großanlagen auch wettbewerbsfähiger sind und dazu noch das Fantasie mit dem ganzen Storage muss natürlich auch verkabelt und verwechselt richtern werden. Das dritte, eine eher defensive Aktie mit dem niedrigsten erwartbaren Rendite von diesen 5 Aktien, dafür wahrscheinlich auch die sicherste Aktie, Diageos, der Weltmarktführer bei Alkohol mit sehr starken Marken, Guinness, aber vor allem auch harten Alkohol wie Baileys, ja gut, das ist ein Likör, sehr stark in Tequila und solche Sachen, kam stark runter, weil Lateinamerika enttäuscht hat. Das ist aber ein Segment. Sonst läuft es eigentlich stabil und in der Rezession trinken Leute vielleicht ein bisschen günstiger. Ja? Vielleicht, aber sie haben auch nicht nur Premium-Marken, auch wenn das natürlich ein bisschen die Strategie davon ist. Ist aber eher so ein Bond-Proxy, eine Aktie, die man, glaube ich, lange liegen lassen kann. Und innerhalb vom Alkoholsegment wahrscheinlich noch so das Spannendste. Und 10% ist ja auch nicht so schlecht mit einer guten Dividende. Und im Hype kann sowas dann auch mal deutlich mehr als das faire KGV von 18 wert sein, war es zumindest in den letzten Jahren. Die vierte Aktie ist die spekulativste und wahrscheinlich auch die schlechteste in den Wikifolios dieses Jahr, Holaluz. Da trifft einerseits natürlich das zu von erneuerbaren Energien, aber ist auch selbst verschuldet. Also sind extrem bullisch da rausgegangen.
Und der Solarinstallationsmarkt in Spanien ist ihnen zusammengebrochen. Das ist aber nur ein Segment. Ja, das wollen sie spätestens in 25 profitabel bekommen. In 24 werden die Verluste schon stark zurückgehen. Sie haben aber auch ein normales Stromvermarktungssegment, nenne ich es jetzt mal, ähnlich wie Yellowstone oder so ein moderner Stromanbieter, wo sie halt günstig grünen Strom einkaufen und den verkaufen. Solides Geschäft, was auch profitabel ist. Und das wird, glaube ich, ein bisschen verzerrt, weil wenn man diese zwei Dinge einzeln betrachten würde, wäre das deutlich mehr wert, meiner Meinung nach. Im Dezember wird da, glaube ich, der Boden gefunden. Jetzt wird vielleicht auch noch verkauft, weil irgendein Fonds raus will oder Leute irgendwie Verluste realisieren wollen. Wäre aber dann wirklich für die zweite Hälfte von Dezember und für Januar und natürlich auch für 24 darüber hinaus eine spekulative Beimischung. Es ist halt eher ein Startup, das sollte man hier wissen, mit aber einer schönen Mission. Es gibt nicht so viele erneuerbare Energien, Aktien mit diesem Hebel und auch dieser Mission. Und das fünfte wäre die Match Group mit Tinder. Ihr seht ja, nicht alle Tech-Aktien haben sich erholt. Aktie ist aber jetzt wirklich günstig. Ich kenne die Aktie schon sehr, sehr lange. Bei Bumble, dem Konkurrenten, ist die Gründerin weg. Das ist positiv. Klar, sie haben ein bisschen Schulden, aber wäre dann auch ein Zinswende-Profiteur. Und sie sind einfach der Weltmarktführer bei Dating, was auch in der Krise gefragt ist. Und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel monetarisieren. Denn ist ja auch ein Spartipp, ja, einen Lebenspartner finden, kann sehr, sehr viel Geld sparen und auch Freude bringen. Und da schöpfen sie, glaube ich, aktuell noch sehr, sehr wenig aus. Und da ist, glaube ich, noch insgesamt viel Potenzial, das noch besser zu machen. Und auch kann das auch nochmal ganz andere Bewertungen bekommen. Wie ihr seht, hier auch eine hohe erwartbare Rendite, was dann vielleicht auch schon im Dezember drehen könnte. Aber zumindest auch mit diesen Marken und der Bewertung ist, glaube ich, das Risiko jetzt nach unten im Verhältnis zu den Chancen nach oben ganz attraktiv. Was ist eure Meinung dazu? Welches ist der Favorit für euch von den fünf? Gerne kommentieren. Ansonsten wären das meine fünf Aktien aus den Wikifolios für den Dezember 23. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich gerne liken und dem Kanal beitreten.